dann kommen wir zur zweiten Hälfte des österreichischen Teams. Das ist Gerhard Weiner. Er ist vom österreichischen Umweltbundesamt, wenn ich das in deutscher Terminologie sagen darf, und arbeitet aber integriert in der Bundesbeschaffungsgesellschaft. Das müssen wir dann irgendwie, also das Arbeitsorganigramm ist ganz ähnlich wie in Deutschland so, dass dieses Nachhaltigkeitsteam quasi in die BBG integriert ist. Und da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt zu hören, wie das läuft. Bitte, Gerhard. Vielen Dank, Marc. Einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Gerhard Weiner spricht. Ich bin der Leiter der NABE-Plattform. Das ist die Servicestelle des NABE-Aktionsplans. Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Mit dem österreichischen Umweltbundesamt habe ich sehr viel zu tun, partnerschaftlich im Austausch, komme aber jetzt nicht vom österreichischen Umweltbundesamt. Was du, glaube ich, meinst, ist das Klimaschutzministerium bzw. das Umweltministerium, das hier der Primus inter pares ist, was den Aktionsplan, den NABE-Aktionsplan und die Steuerungsmöglichkeiten anbelangt. Ich bin Mitarbeiter in der Bundesbeschaffung, aber ich werde jetzt gleich alles auflösen, wie wir hier genau funktionieren. Ja, wir sind hier bei der IT-Beschaffungskonferenz. Ich erlaube mir aber trotzdem etwas über das NABE-Governance-System überhaupt zu erklären, um dann aber natürlich die Blicke hinein zu führen in die Nachhaltigkeitsansprüche der IT des Bundes in Österreich und darüber hinaus. Ja, als Titel habe ich schon vor Wochen gewählt, mit einer starken Governance neue Wege gehen. Jetzt haben wir heute auch von der Regierungsrätin, von der und Finanzdirektorin gehört, wie wichtig das ist, eine starke Governance. Das kann ich nur unterstreichen. Und wie diese Governance in Österreich zur nachhaltigen Beschaffung funktioniert, das möchte ich in den nächsten Minuten Ihnen zeigen. Mitgebracht habe ich auch unseren Slogan, den finden Sie auch im noch aktiven Regierungsprogramm. Sie haben es vielleicht vernommen, der Nationalrat wird neu gewählt Ende September. Ja, die Stimmung ist schon aufgeheizt, es wird schon heftig diskutiert. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Und welche Parteien dann hier mit regieren werden und vor allem auch das Regierungsprogramm schreiben werden. Jetzt steht auf jeden Fall auch noch drin und ich bin mir ganz sicher, dass wir daran auch festhalten dürfen, die öffentliche Hand zeigt es vor. Die Vorbildfunktion ist ganz, ganz wichtig und das soll nicht nur ein frommer Wunsch sein, sondern tu Gutes und sprich darüber. Vor allem eben das Tun ist dann aber auch so wichtig. Dass es darüber gesprochen wird, ist natürlich auch von besonderer Bedeutung. Und wie wir ins Tun kommen, das möchte ich auf den nächsten Folien demonstrieren. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Zahlen. Uwe hat es kurz angesprochen, das mit den Zahlen ist so eine Sache, wahrscheinlich auch in der Schweiz, aber auch in Österreich gibt es jetzt nicht auf den Cent genau Statistiken, wie sich die öffentliche Beschaffung zusammensetzt. Wo man aber schon relativ gute Ableitungen machen kann, ist aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung über die Statistik Austria, das ist unser Statistikamt, gibt es schon relativ gute Zahlen im Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsforschungsministerien bzw. mit den Instituten gibt es dann durchaus, ja, glaube ich, annähernd richtige Messgrößen. Ich habe Ihnen hier eine Zahl mitgebracht zur Verortung. Wir reden in Österreich von einem Beschaffungsvolumen von 67 Milliarden Euro. Wobei hier auch sofort dazu zu sagen ist, welche öffentlichen Einrichtungen werden hier überhaupt mitgerechnet. Hier sind alle Sektorenauftraggeber auch mitgerechnet. Also wir reden hier nicht nur von den Zentralstellen und den Landesdienststellen, sondern auch von der öffentlichen Wirtschaft und Sektorenwirtschaft, die hier natürlich auch in Österreich eine besondere Rolle spielt. Aber warum ich Ihnen hier ganz kurz diese Studie zeigen wollte, ist etwas anderes. Nämlich interessant war das Ergebnis, dass die öffentliche Nachfrage in Österreich rund 19 Millionen Tonnen CO2 jährlich produziert. Das sind jetzt Zahlen aus 2019 und nur rund ein Drittel davon wird tatsächlich aber auch in Österreich emittiert. Das spielt deswegen so eine wichtige Rolle, weil erst letzte Woche das österreichische Umweltbundesamt und Kollegen, Kolleginnen dort wieder jährlich die Klimabilanz vorgelegt haben für Österreich und es war sehr erfreulich. Um 6% haben wir uns reduzieren können im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind erstmalig unter den 70 Millionen Tonnen CO2 seit 1990, also die Richtung stimmt, über die Geschwindigkeit kann man reden, aber die Richtung würde auch ausreichen, um die 2030er Ziele zu erreichen. Aber was ist hier ausgenommen aus diesen Statistiken und aus diesen Leistungszielen? Jene CO2-Werte, die aus dem Ausland zugekauft werden. Das betrifft die Beschaffung vor allem. Nicht alle Sektoren, natürlich der Bau,
selbstverständlich emittiert hauptsächlich in Österreich, aber die IT, die wird in Österreich nicht produziert, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch nur in der Schweiz zu geringen Anteilen, sondern kommen aus anderen Ländern und dort wird eben fleißig CO2 emittiert und dann in Österreich und in der Schweiz konsumiert durch die öffentliche Nachfrage. Also das darf man auch nicht vergessen in diesen Leistungsbilanzen, dass diese Scope 3 für Kenner, Greenhouse-Gas-Protokoll lässt grüßen, hier oft ausgeblendet wird, auch in der Erfolgsdarstellung, weil da schauen wir dann nimmer mehr so gut aus und das sollte auch unbedingt mit berücksichtigt werden. Dass man das Ganze natürlich auf jeden Fall supranational betrachten muss, ist bekannt. Wir betten uns, meine ich, auch sehr gut ein mit dem NABE-Aktionsplan in supranationale Zielvorgaben, SDGs. Ich brauche jetzt nicht darauf eingehen, ich zeige nur kurz, dass wir uns hier einfach sehr gut eingliedern wollen und müssen. Genauso wie ein European Green Deal, auf den ich jetzt auch nicht eingehen möchte. Aber daraus entspringen natürlich auch eine Vielzahl an Vorgaben. Aktuell beschäftigt uns ganz, ganz stark die Clean Vehicle Directive, die sich in der sogenannten Straßenfahrzeugbeschaffung Gesetzverordnung, der ihren Niederschlag gefunden hat und jetzt einige öffentliche Beschaffer furchtbar zu Recht aufregt, wegen Monitoring. Das ist nämlich alles wieder sehr, sehr administrativ und anstrengend. Aber auch das ist natürlich ein Thema, das man sich dann näher anschauen muss. Jetzt schon zum NABE-Aktionsplan, den ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Dieser Aktionsplan hat schon Geschichte in Österreich, den gibt es übrigens schon seit 2010 und der ist fest verankert im Bund. Im Bund nämlich seit 2010 per Ministerratsvortrag und folgenden Weisungen in den Ministerien verpflichtend gesetzt. Und was steht da jetzt drin? Ja, nichts anderes als in 16 Beschaffungsgruppen ganz klare Kriterien, wie öffentliche Beschaffungen, öffentliche Vergabe umzusetzen ist. Ich zeige Ihnen gleich Näheres dazu. Etwas neuer ist die NABE-Servicestelle. Man hat dann über die, ja, das lange Jahrzehnt der 10er Jahre dazugelernt, dass von alleine funktioniert es dann doch nicht und eine Weisung alleine motiviert dann doch nicht jede Dienststelle zur Umsetzung oder vielleicht hat es auch nicht jeder verstanden oder wurde überhaupt informiert. Auch das kann schon mal passiert sein. Da haben wir viel dazugelernt und ich nähere mich jetzt diesem neuen Governance-Gedanken an, den ich Ihnen gleich illustrieren werde. Wir haben da in den letzten jetzt schon 14 Jahren doch einiges dazu gelernt. Vielleicht auch ganz kurz vorgestellt, unsere Kriteriengruppen, die sich hier weiter strecken, in drei Branchen, drei Sektoren aufgeteilt, Verbrauchsprodukte, langlebige Produkte und bauliche Anlagen. Sehen Sie hier ein weites Spektrum, das die öffentliche Hand interessiert und wo sie eben auch entsprechende Mittel bildet und selbstverständlich ist auch IKD dabei, worauf ich nachher noch ganz kurz etwas näher eingehen werde. Uns interessieren natürlich die Umweltwirkungen, die sich da in unterschiedlichsten Gebieten und Dimensionen dann entfalten können. Auch dazu möchte ich jetzt nicht näher eingehen, aber das sind quasi unsere Wirkungsziele dahinter und hier auch nur mitgegeben und das ist jetzt schon ein bisschen auch ein klares Signal, wo wir, beziehungsweise auf was wir setzen. Es wurde heute auch schon viel gesprochen über die Gütesiegel. Wir setzen im NABE-Aktionsplan ganz stark auf die Gütesiegel. Auf die verlassen wir uns. Natürlich gibt es auch immer schwarze Schafe leider da draußen, die diese Gütesiegel, auch wenn sie Umweltzeichen Typ 1 sind, durchaus anflecken, beschmutzen sozusagen. Aber wir haben noch nichts Besseres entwickelt. Wir kennen auch nichts Besseres. Und ich glaube, das Schlimmste ist, nichts zu tun und zu sagen, es hilft ja nichts. Machen wir besser gar nichts. Ich glaube, das ist die schlimmste oder schlechteste aller Entscheidungen. Wir verlassen uns auf diese Gütezeichen, haben in Österreich das sogenannte österreichische Umweltzeichen. Vielleicht kennen Sie das 100-Wasser-Logo und haben Sie auch schon mal gesehen. Nicht so bekannt wie der Blaue Engel, aber glaube ich auch schon etwas renommiert. Blauer Engel selbstverständlich auch für uns eine wichtige Größe und natürlich, Stefan Zweile, du hast es heute schon ausgeführt, TCO Certified, auf was wir uns auch sehr, sehr stark im TCO, im ICT-Bereich verlassen. Die Ziele des NABE-Aktionsplans, auch darüber ganz kurz gesprochen, drei wesentliche Ziele treiben uns an, allen voran die Verankerung einmal in den Bundesinstitutionen. Hier sind wir sehr, sehr weit und ich zeige Ihnen auch gleich, warum das so ist, weil wir seit 3 Jahren, meine ich, eine sehr gute Governance entwickelt haben, um auch wirklich alle Dienststellen zu erreichen. Aber das reicht nicht. Wir haben in Österreich nicht nur einen Bund,
Das wissen Sie wahrscheinlich. Auch wir genießen ein föderales System auf drei Gebietskörperschaftsebenen. Wir haben noch die Bundesländer und rund 2100 Gemeinden in ganz Österreich. Viele Städte, aber noch viel, viel mehr, gerade kleinere Gemeinden, die es zu erreichen gilt. Und genau das ist auch unser Anspruch. Das gelingt jetzt aber nicht so einfach über ein Bundesgesetz. Der Bundesgesetzgeber hat schon 2001 diesen visionären Blick gehabt, es braucht eine zentrale Beschaffungsstelle, hat eben die BBG gegründet, die sich eben aber auch entwickeln durfte über die Jahre. Es gab 2006 eine BBG GmbH-Novelle, wo eben dann auch die Länder erreicht werden durften und besonders auf KMU auch dann noch Rücksicht gelegt werden soll. Das wurde eben extra eben auch noch einige Jahre später hinein novelliert. Und auch wir haben uns da eben weiterentwickelt und unser Anspruch ist nicht nur Bundesdienststellen zu erreichen, sondern auch Länder und Gemeinden. Und wie uns das durchaus gut gelingt, zeige ich Ihnen gleich. Und last not least natürlich, wo sind wir? In der Mitte von Europa, so wie die Schweiz, und genießen natürlich den Austausch mit unseren Nachbarländern, beziehungsweise forcieren wir denn auch. Zum Beispiel, Frau Benecke ist natürlich auch in Österreich, in Wien sehr gut bekannt. Ihre Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung ist sozusagen ein Pendant zu uns oder umgekehrt eine Schwesterorganisation, die sich als Servicestelle eben in Deutschland sehr stark engagiert, auch eine, glaube ich, schöne Entwicklungskurve hinlegt über und auch natürlich die Herausforderung hat, die 16 Bundesländer, in Deutschland ist das, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter, mit Faktor 10 alles miteinander, ist es noch anspruchsvoller, hier alle öffentlichen Stellen zu erreichen. Ja, das sind unsere drei Ziele und wo wollen wir uns eigentlich hinbewegen? Und jetzt komme ich auch schon eben zu diesen Ansprüchen, die wir jetzt mit der neuen NABE Governance auch bewältigen wollen. Wir wollen unbedingt die Kriterien umsetzen. Das haben wir einfach gemerkt aus 2010, dass die Weisung allein nicht genügt. Das kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht durch. Und was es einfach unbedingt braucht, Uwe, du hast es schon angesprochen, ein gutes Controlling. Und zu einem guten Controlling gehört ein gutes Monitoring. Und so ein Monitoring regt natürlich einmal auf. Weil es zeigt nämlich auf, dass teilweise nichts passiert ist. Das ist dann wiederum erklärungsbedürftig in der Hierarchie. Ja, das mögen Ministerialbeamte jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber wir mussten das einfach aufbrechen. Es war einfach Zeit, um eine Bewegung hineinzubekommen, braucht es natürlich auch immer einen gewissen Anschub, vielleicht ein bisschen ein Stachel im Fleisch, sonst geht nichts weiter. Nur mit dem gut zureden, ihr werdet es doch irgendwann, ja, machen wir sicher auch irgendwann einmal. Das ist, haben wir jetzt eben, wir hatten eine lange Dekade in den 10er-Jahren, haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen mehr anschieben. Und genau das sind so Themen, die wir hier jetzt herausentwickelt haben. Schlüsselherausforderungen, da möchte ich jetzt gar nicht so weit hineingehen, wurden heute, glaube ich, schon viele angesprochen. Diese Angebotsmarktentwicklung, genauso wie Verhandlungsmacht erzeugen, das ist natürlich sehr angenehm jetzt über die BBG. Das haben eben auch unsere Kunden, glaube ich, schon verstanden. Gerade der IKT-Bereich, Beratungsbereich ist ja eine Milliarden-Produktgruppe bei uns in der BBG. Und jetzt sehen Sie natürlich auch die Hebel. Also wenn man dort dann eben mit dem zuständigen Fachbereichsleiter spricht und über Kriterienentwicklung spricht, sehen Sie auch gleich die Möglichkeiten und Potenziale. Gleichzeitig haben Sie natürlich auch gleich eine gewisse Nervosität beim Markt. Was haben die vor? Ja, weil dann geht es ja gleich um viele Millionen Ausschreibungen. Und deswegen ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, über diese Marktabklärungen, wir sagen Marktgespräche werden da sehr viele geführt, auch diese Nervosität aber auch rauszunehmen. Das ist vielleicht das, was ich vielleicht jetzt gleich mitgeben möchte. Das habe ich heute auch sehr aufmerksam zugehört, wie man eben den Markt auch sehr gut auch mitnehmen kann auf eine Reise. Und das sollte man nicht erst tun mit der Ausschreibung, ja, mit den Zuschlagskriterien. Ist super, wenn man welche reinschreibt und die auch klug gewählt sind. Aber noch viel wichtiger ist ja die Beschaffungsplanung, wurde auch heute schon angesprochen. Also ich zeigen Sie mir, ich sie langweilig, wiederhole das Gesagte, aber ich kann das nur unterstreichen und bestätigen, wie wichtig es ist. Und ich gebe Ihnen dann auch nachher noch ein konkretes Beispiel dazu. Das wissen Sie schon, die Bundesbeschaffung als zentrale Beschaffungsstelle ist unentbehrlich, gar keine Frage. Dass sie natürlich auch die richtige Stelle ist, um diese Kompetenzstellen hosten, steht auch außer Frage. Aber sie ist ein Einkaufspartner. Diese BBG schwebt nicht im luftleeren Raum und führt sich selbst oder regiert sich selbst. Nein, wir haben natürlich eine Bundesregierung, die sich Ministerien leistet, die natürlich eine Steuerungshoheit haben. Ich sage Ihnen auch gleich nachher das Governance-Bild, aber hier vielleicht für Sie interessant, die wesentlichen steuernden
Akteure, beziehungsweise hier die Akteure, nehmen wir es ein bisschen bescheidener, ist das Klimaschutzministerium, wo auch Umwelt resortiert und die Bundesbeschaffung. So, jetzt schrecken Sie sich nicht, ich will Sie mit dem Bild nicht erschlagen, aber das Governance-System, das möchte ich Ihnen ein bisschen näher erklären, ist eh nur ein Schema. Also würde ich es wirklich, also es wäre ein bisschen größer, würde ich alle Stellen richtig einzeichnen. Es ist abgespeckt und schematisiert, das heißt, es sind nicht alle Informationen drin, die hineingehören würden. Aber ganz entscheidend ist Folgendes. Wir sind jetzt nur auf der Bundesebene, ja? Also mit den Ländern und Gemeinden wird es noch größer werden, das wird die Wand sprengen. Wir bewegen uns jetzt in der Bundessphäre und hier natürlich sind in der Verantwortung für die Umsetzung der Wirkungsziele auf der Bundesebene die geschätzten Bundesministerien. Da haben wir ein besonderes Ministerium, das ist natürlich das Finanzministerium. Dieses Finanzministerium hat natürlich auch die Hand über der BBG, sozusagen die Mutter als Eigentümervertreter, genießt hier einen besonderen Anspruch bzw. Zugriff auf die BBG, das sie auch nutzt. Wobei ich freue mich auch sagen zu dürfen, dass auch im BMF jetzt die Nachhaltigkeit bereits groß geschrieben wird. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der EU, die mit Strafzahlungen droht in den nächsten Jahren gewaltiger Art. Und das hilft natürlich auch im Finanzministerium, sich da jetzt das näher anzusehen. Es wurden schon eigene Green Budgeting-Abteilungen gegründet. Also man nimmt das Thema sehr ernst, weil es monetär sonst sehr ernst werden wird. Aber der Sache kommt zugute. Selbstverständlich braucht es die unterschiedlichen Perspektiven darauf. Und vielleicht auch ganz kurz auf der linken Seite sehen Sie nicht nur die BBG, sondern Uwe, du hast es angesprochen, wir verkaufen viel sozusagen für den Bund und darüber hinaus, aber nicht alles. Die Bauten, dafür gibt es die BIG, das ist die Bundesimmobiliengesellschaft, spielt für uns, jetzt für den NABE-Aktionsplan, aber dennoch eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir auch Kriterien in der Bauwirtschaft forcieren wollen, beziehungsweise bei den Ausschreibungen Stellen für die Bauwirtschaft, das ist eben mit die BIG. Was für Sie jetzt noch interessant ist, Sie wissen, oben sind die Ministerien, ja, die sind hier mitzunehmen. Die haben sich selbst verpflichtet, per Weisung. Jedes Haus hat sich selbst eine Weisung gegeben. Auf Anlass des Ministerratsvortrages hat jeder Minister, die Ministerin gesagt, mein Haus möge diese Weisung erteilen. Der zuständige Präsidialsektionschef oder Präsidialsektionschefin, das ist der oberste Verwaltungschef sozusagen, des Ministeriums hat diese Weisung ausgegeben für die Zentralstelle und alle nachgeordneten Dienststellen. Das sind zum Beispiel Kasernen, das sind Schulen und so weiter und so fort. Und die haben das umzusetzen. Das kennen wir schon von 2010. Da waren wir nicht ganz zufrieden, was die Umsetzung anbelangt. Jetzt haben wir aber auch gemerkt, also die Kommunikationsstrukturen können noch verbessert. Man hat eben von der Weisung ein Hackerl gemacht und gemeint, das wird schon passen jetzt alles. Und ein paar Jahre später ist man dann aufgewacht und hat sich geschreckt, dass es doch nicht perfekt ist, das System. Deswegen eben haben wir 2022 dieses System eingeführt. Und Sie sehen in der Mitte die NABE-Steuerungsgruppe. Und da sitzen eben drin die Präsidialsektionschefs, die da verantwortlich sind auf einer sehr hohen Flughöhe für die Gestaltung in ihren Häusern, aber eben auch für die Beschaffung. Und genau die setzen wir jetzt regelmäßig zusammen, um für die Weiterentwicklung des NABE-Aktionsplans die Entscheidungen zu treffen. Und auf jeden Fall kann dann keiner sagen, er hätte von nichts gewusst. Es sind alle eingebunden, alle eingeladen. Das Thema Nachhaltigkeit genießt übrigens jetzt eher eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Also es kommen auch immer alle. Wir machen das jedes halbe Jahr und haben immer Full House. Das freut uns sehr. Das reicht natürlich nicht. Also wir brauchen zu den Häuptlingen auch Indianer. Ganz, ganz wichtig, weil irgendwer muss es ja auch umsetzen. Und für diese Umsetzung bedarf es auch erster Ansprechpartner in den Häusern. Deswegen haben wir NABE-Beauftragte ernannt, die natürlich jetzt nicht für jede Beschaffungsvorgang, für jedes Beschaffungsprojekt zuständig sein können, aber für uns im NABE-Aktionsplan als erste Ansprechpartner fungieren und auch eben wissen sollten, was es geht. Was ist der Aktionsplan, welche Kriterien gibt es, wer ist in meinem Haus für was zuständig, was die Umsetzung anbelangt und sich auch regelmäßig treffen und vernetzen sollen. Das Ganze wächst schon langsam. Das ist auch etwas, was nicht über Nacht geschieht. Wir haben 2022 damit begonnen und merken schon langsam jetzt eben, dass sich das festigt, dass sich hier Strukturen und Netzwerkstrukturen eben verfestigen. Ja, was auch noch wichtig ist, ich habe es schon erwähnt, der Primus inter pares ist das Klimaschutzministerium. Die haben natürlich eine gewisse Hoheit, eine Richtlinienkompetenz, kann man auch schon gar nicht sagen. Die anderen Ministerien sagen dann sehr schnell, wo dann wieder Schluss ist, nämlich eigentlich in ihrem eigenen Haus, was Beschaffungskriterien anbelangt. Das heißt, sie müssen auch hier überzeugen, haben ihr aber natürlich auch durchaus einen gewissen Einfluss, weil sie auch die NABE-Plattform in der BBG finanzieren. Und diese NABE-Plattform, die ich hier leiten darf, ist sozusagen ein bisschen das Generalsekretariat eben für dieses Governance.
nennt es. Systeme werden auch wissenschaftlich begleitet. Und das habe ich auch schon ausgeführt, Controlling und Monitoring. Und das hat sich bei uns jetzt ausgestaltet in 4 Kapitel. Die 3 davon waren relativ einfach auszugestalten. Das 4. Und komplexeste befindet sich nach wie vor in einer Pilotphase. Ich nehme an, Sie erraten recht rasch, welches gemeint ist, nämlich, wo sehen Sie die größte Herausforderung? Das Letzte ist auch schwierig, wobei da haben wir die Wissenschaft, die uns unterstützt. Da fällt immer was ein, wenn man Studie beauftragt, kriegt man auch immer Ergebnisse. Es ist das 3. Post-Award. Das ist ein hochkomplexes Gebilde. Warum? Die Institutionalisierung lässt sich ja einfach messen. Wir machen die Sitzungen, gibt es die Weisungen. Da kann man leicht Stricherlisten führen, beziehungsweise das anbieten und durchsetzen. Pre-Award, hier machen wir ein Ausschreibungsmonitoring. Ja? Wir haben unsere Kriterien im Bund und prüfen das stichprobenartig, ob diese Kriterien auch angewandt werden. Das gilt natürlich auch für die BBG. Das habe ich noch nicht erwähnt. Die BBG ist vom Eigentümervertreter, dem BMF, per Eigentümerweisung, ist eine GmbH, die Geschäftsführer haben einen freundlichen Brief bekommen, über den man nicht diskutieren kann. Das ist dann auch auszuführen oder ja, sonst gibt es Konsequenzen. Tut sie natürlich selbstverständlich, ja, und setzt eben all diese Kriterien auch um in der BBG. Das ist gut für die Kunden. Weil eben auch sich das die Ministerien erwarten. Wenn sie in der BBG einkaufen, möchten sie anhand der NABE-Kriterien auch die richtigen Produkte erhalten. Das heißt, natürlich auch die BBG wird gemonitort. Wir haben eine unabhängige Wissenschaftlerin, die zieht eben die Ausschreibungen und prüft nicht nur die BBG, es gibt eben die BIC, die ausschreibt, natürlich auch andere. Auch die Ministerien nutzen manchmal eine Hintertür, müssen zwar bei der BBG einkaufen, aber es gibt Ausnahmetatbestände, die dann auch immer wieder entdeckt werden und auch genutzt werden und schreiben halt selber aus und natürlich sind auch diese zu prüfen. Impact im Studien, ich habe schon gezeigt, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut zusammen. Diese Studien gibt es, liegen eh am Tisch, werden noch regelmäßig weiter beauftragt, liefern Ergebnisse, sind interessante Ergebnisse, ist auch in Ordnung, viel mehr können wir da jetzt auch nicht tun. Ja, wo wir viel tun können, wo die große Herausforderung ist, ist das Post-Award. Es geht dann darum, nach dem Zuschlag, jetzt müssen Sie wissen, dass die BBG zum Beispiel ganz stark nutzt, das Instrument der Rahmenvereinbarung. Hier wird eben ein Vertrag aufgespannt auf 4 Jahre, ist die maximale Laufzeit und aus einem Kernwarenkorb, der ausgeschrieben wurde, hier eben ein Sortiment zur Verfügung gestellt. Ja. Es gibt aber dann auch die Möglichkeit einer Konkretisierung, also aus eben diesem ja, Händlervertrag, es sind zumeist Händler, Großhändler, hier bestimmte Produkte abzurufen. Das heißt, man kann nicht garantieren, im Jahr 3 nach der Ausschreibung, ja, welches Produkt dann tatsächlich in der Dienststelle, bleiben wir bei einem Notebook oder Server, tatsächlich geliefert wurde. Ja. Und das wollen wir aber wissen. Wir wollen eben über Lieferschein und Rechnung wissen, was, lieber Bund, liebe Bundesdienststellen, habt ihr tatsächlich eingekauft? Und jetzt wird es kompliziert. Und da sind wir gerade dran, auch über einen Piloten, noch mit einer mühsamen Excel-Liste. Wir wollen aber hinein ins ERP-System des Bundes, um hier wirklich mittracken zu können, wurde NABE-konform eingekauft. Diese Frage ist wirklich eine Richtung Rocket Science. Es ist wirklich, wirklich anspruchsvoll. Aufgrund dieser vielen, vielen Dienststellen und der unterschiedlichsten Systeme kratzen wir dann noch an der Oberfläche und da wollen wir uns weiterentwickeln. Was wir auch haben, ist ein klarer Überarbeitungsprozess. Auch das gehört ins Governance-System hinein. Wir wollen neue Kriterien entwickeln. Wir haben aktuell 16, Sie wissen es. Wir wollen aber weiterentwickeln. Wir haben zum Beispiel bei IKT noch nicht alle Dimensionen erreicht. Wir haben zwar für Endgeräte Kriterien, aber noch nicht für bald, aber noch nicht für Rechenzentren, die stehen ante portas. Dafür haben wir, Sie erinnern sich an die NABE-Steuerungsgruppe, uns aber einen klaren Prozess überlegt. Jahre davor hat das BMK sich was überlegt und dann in die politische Abstimmung geschickt. Können Sie sich vorstellen, was dann teilweise los ist? Passiert teilweise gar nichts, ja, über Jahre. So, jetzt haben wir dazugelernt, wir müssen die Ministerien alle an den Tisch holen. Wir müssen ihnen sagen, was wir vorhaben und sie mitdiskutieren lassen, mitverhandeln lassen und dann am Ende ein Kompromisspapier erzeugen, wo auch die geschätzten Sozialpartner mit können, wo auch die Wirtschaft mit kann und so weiter und so fort. Dafür haben wir uns diesen Überarbeitungsprozess verpasst, der eben abgenommen wurde von den Präsidialsektionschefs. Eben zur Erinnerung, keiner kann sagen, er hätte von nichts gewusst. Es gibt hier einen fairen Struktur- und Workflow-Prozess, wo alle Ministerien eingebunden werden auf der Reise von neuen Kriteriengruppen.
Die Folie werden eh geteilt, also ich gehe jetzt gar nicht ins Detail. Sie finden das übrigens alles auch auf unserer Website. Wir sind hier vollkommen transparent in der Vorgangsweise. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich noch hineinschauen in die sogenannten NABE-strategischen Partnerschaften. Sie erinnern sich, der Bund, den haben wir fest freundschaftlich umarmt und er kann nicht mehr aus. Aber die anderen Gebietskörperschaftsebenen, die müssen wir gewinnen, nämlich mit Überzeugungskraft. Das verschafft uns jetzt in dieser Dekade durchaus im Moment aber auch einen gewissen Vorteil, weil Nachhaltigkeit rules. Es haben alle verstanden, dass sie was tun müssen. Also wir müssen niemandem mehr erklären, warum, sondern das Wie ist das Thema. Und dafür entwickelt haben wir die sogenannten NABE-strategischen Partnerschaften, wo wir die öffentliche Wirtschaft adressieren, die eben auch als GmbH, als AG organisiert ist und sie auch selbst verpflichten muss. Dafür brauchen wir natürlich gute Argumente. Und dafür haben wir diese Partnerschaft entwickelt. Das Gleiche tun wir auch für Städte oder auch eben Gemeinden. Ich habe nur ein bisschen ein Look and Feel. Was hier wichtig ist, Sie sehen hier jeweils die Vorstände. Ja, also wir setzen ganz oben an. Uns ist wichtig, dass die jeweils obersten Entscheidungsträger hier immer im Bild mit dem Sektionschef, dem zuständigen im Klimaschutzministerium, das Agreement eingeht, in eine NABE-Partnerschaft zu gehen. Das heißt, bestmöglich die NABE-Kriterien umzusetzen. Ich setze hier einfach fort. Sie sehen auch hier Städte. Den Bürgermeister von Linz gibt es leider bald nicht mehr. Vielleicht haben Sie es gelesen. Der musste zurücktreten, aber alle anderen sind in charge und hier ja, sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Was uns auch wichtig ist, sind Multiplikatoren. Ich weiß nicht, was gibt es in der Schweiz genauso. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit den Gemeindeverbänden. Der Städtebund ist eine große Nummer in Österreich. Der versammelt alle Städte um sich und steuert auch und motiviert auch und treibt an. Und den als Partner zu haben, auch was die Kommunikation anbelangt, ist sehr, sehr wertvoll. Vorarlberger Gemeindeverband ist von Ihnen jetzt aus gesehen nicht so weit weg. Auch die sind sehr umtriebig, haben alle 100 Gemeinden in Vorarlberg unter ihre Fittiche gebracht, sozusagen motivieren sie, treiben sie an, haben auch eigene Rahmenvereinbarungen, wo sie Produkte anbieten. Und mit denen zu kooperieren ist ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen das Rad nicht überall in Strukturen neu erfinden aus Wien heraus, ja. Sondern einfach mit den Partnern vor Ort zusammenarbeiten, ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch ganz ein kurzes Einblick, was wir natürlich als NABE-Plattform auch unbedingt machen wollen, Good-Practice-Beispiele. Das ist gar nicht so einfach, die zu finden. Es wird jetzt ein bisschen besser, aber danach zu suchen, ist tatsächlich durchaus eine Aufgabe. Ja. Es wird, kommt mir vor, besser, aber auch das ist durchaus ein bisschen eine Knochenarbeit, eine Überzeugungsarbeit, dass Dienststellen bereit sind, sich ins Nähkästchen blicken zu lassen und auch vielleicht auch eingestehen oder bereit sind, darüber zu reden, was nicht funktioniert hat. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es jetzt klingt, weil Good Practice würde jeder sagen, super, aber sie dann tatsächlich auch aufs Papier bzw. auf die Website zu bringen, das ist durchaus Herausforderung. Jetzt ganz zum Schluss vielleicht noch zwei kurze Einblicke, um es nochmal konkreter zu machen. Ich fange jetzt mit Strom bewusst deswegen an, als ein jetzt sehr, ja, sehr konkretes Beschaffungsproduktkriterium, weil es natürlich für Rechenzentren eine wichtige Rolle spielt und weil hier wir im Bund in Österreich durchaus stolz sind, mit 2022 wird rigoros eingesetzt und durchgesetzt, über die BBG dann auch ausgeschrieben, ausschließlich Umweltzeichenstrom. Also wo die Quelle auch eindeutig identifizierbar ist, sonst ist man ja auch laut Ökostromgesetz ja dem Graustrom ausgeliefert, der über die Märkte ja mitgehandelt wird und sozusagen grüner Strom oft dann einfach eben nur das grüne Mascherl bekommt. Der Bundesstrom ist echter ökologischer Strom aus erneuerbarer Energie und nur bei den Zentralstellen alleine schafft man hier auch schon beträchtliche Einsparungen von CO2. Vielleicht ganz kurz zu den IT-Geräten. Wir bewegen uns aktuell noch nur auf der Endgeräte-Ebene. Wir setzen ganz stark aufs TCO-Certified Siegel. Und das haben wir vor einigen Jahren durchgesetzt. Und zwar, das habe ich vorher angekündigt, mit dieser Marktabklärung. Das haben wir sehr stark bespielt. Hier muss man wissen, und ich glaube, hier ist der Stefan nicht da, Stefan Zweili, aber hier gibt es einen gewissen Unterschied zur Schweiz, weil in Österreich haben sich die sogenannten Brands, das sind die großen die großen IT-Anbieter, Lenovo, HP, wie sie alle heißen, haben zwischengeschoben, so sogenannte Systemhäuser. Die dann eben die Belieferung vornehmen
beziehungsweise auch eben mitbieten bei den Ausschreibungen und dann die Verträge realisieren. Jetzt ist uns sehr bewusst geworden, dass mit den Systemhäusern zu verhandeln ja einfach nicht ausreichend ist. Geht zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Und deswegen haben wir begonnen, mit den Brands zu sprechen und sie zu fragen, ist es möglich, TCO Certified Produkte anzubieten? Weil was ganz, ganz wichtig ist, dass man eine gewisse Marktdurchdringung erzeugt. Wenn nur ein Bieter TCO Certified fähige Produkte liefern kann, wird man ein Problem bekommen. Ja, da haben wir auch ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit. Andere werden versuchen, auch vielleicht diese Ausschreibung anzugreifen, vielleicht geschickterweise nicht unbedingt aufs Nachhaltigkeitskriterium losgehen, sondern andere Fehler finden. Die findet man immer, wenn man einen guten Rechtsanwalt hat, kann man immer irgendwas aushebeln. Und deswegen ja, haben wir darauf gesetzt, dass, und das war schon einfach ein Verhandlungsprozess, ein Gesprächsprozess über Monate. Ja. Und dann haben wir aber festgestellt, eben, dass alle Brands gehen da mit. Und natürlich braucht man dann Systemhäuser nur sagen, du, eure Brands haben gesagt, das geht. Und dann nicken die halt nur noch. Ja. Dann hat man eben durchaus hier diesen Fortschritt geschafft. Und seitdem haben wir in der BBG auch TCO Certified als technische Spezifikation einfach vorgeschrieben. Selbstverständlich gilt oder gleichwertig, aber nachdem es eh alle anbieten können, ist die Sache gegessen. Also wir haben hier sozusagen einen anderen Weg, weil sich erinnert an die Bitkom-Erklärung von der Frau Benecke, die letztes Jahr vorgestellt wurde, haben wir eben hier diesen Weg gewählt. Ganz kurz noch Rechenzentren, habe ich schon gesagt, hier sind wir jetzt fachlich in der Verhandlung durch. Wir sind in der politischen Abstimmung, die ja ist immer schwer zum Abschätzen, wann die ein Ende findet. Ich möchte jetzt hier gar nicht in die Details gehen, aber das ist quasi auch ein erstes Resultat aus, Sie erinnern sich, diesem Workflow, diesen Kriterien-Workflow, haben wir diese Kriterien abgeleitet. Und wir beginnen hier sehr zart mit einem Zuschlagskriterium, TCO Certified, weil der Servermarkt noch nicht so weit ist. Wir haben es aber schon gesteckt, den Brands, beziehungsweise werden das auch noch weiter tun. Lenovo hat schon angekündigt, aha, ja, ja, die ersten Produkte, die ersten Serverprodukte kommen. Ja, und das wollen wir jetzt auch anschieben. Also wir sagen, uns ist das wichtig, ja, ihr habt noch Zeit, ja, aber nutzt sie sinnvoll. Wir haben auch hier immer Optionen, wir versuchen hier möglichst breit aufgestellt zu sein. Und als allerletztes erlauben Sie mir vielleicht noch darauf hinzuweisen, weil wir heute schon viel auch gehört haben über soziale Nachhaltigkeit und die Input-Seite. Vergessen wir die Output-Seite nicht. Bei IT auch ganz, ganz wichtig, das geschätzte Sozialministerium hat in Österreich hier einen eigenen Leitfaden, Leitfäden herausgegeben, wie man zum Beispiel digitale Barrierefreiheit herstellt. Und das gilt es ja auch an allen möglichen Medien, die bei der Webseite, bei den Applikationen, auch am Handy, ist es ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass man es für alle Menschen zugänglich macht. Und hier haben wir auch, glaube ich, eine ganz wichtige soziale Verantwortung, die man in der Beschaffung, im Beschaffungsprojekt realisieren muss. Also vielleicht für Sie ganz interessant, Sie können das auch gerne downloaden vom österreichischen Sozialministerium. Vielleicht findet sich da eine oder andere Inspiration. Ich hätte jetzt nur noch einige wenige Folien, die aufzeigen sollen, wie man den operativen Beschaffer hier möglichst durchschleust, dass er NABE-konform einkauft. Nämlich Sie sehen in dem BBG eShop vielleicht nur als letzte Impression zu NABE und der BBG, wie wir versuchen, wirklich den Einkaufsverantwortlichen möglichst es fast unmöglich zu machen, nicht NABE-konform einzukaufen. Er kann hier mit diesen Filtermöglichkeiten hier auch gleich sehen, welche Gütezeichen und Zertifizierungen hier mit schwingen. Gut, das überspringe ich jetzt. Man kann es vielleicht ein bisschen nachschauen. Ich bin am Ende meiner Reise angelangt des Vortrages. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ich bin natürlich nicht allein. Das wird sich nicht ausgehen. Viele, viele Mitstreiter sind hier mit dabei. Ein paar sehen Sie hier am Bild. Danke für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Auch dir direkt eine Anschlussfrage. Also ich bin ja absolut fasziniert, wer das geschafft hat, auf Bundesebene warengruppenspezifische Weisungen zu verabschieden, an die sich alle Ministerien halten. Wir wissen aus der Schweiz, sie kennen bestenfalls eine Handvoll Weisungen, wenn überhaupt. Und ein strategisches Konzept, das über Warengruppenstrategien funktioniert, das ist aus unserer Sicht ein kleines Wunder. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Holzempfehlung, die wir ja haben. Und es würde einen Satz brauchen, um die auf Bundesebene als Weisung umzuwidmen und das Problem wäre gelöst. Aber das ist ein politisches Thema.
Wie macht ihr das? Also ich weiß von den Österreichern, was wirklich emotional ist, ist das Catering. Das scheint ein Thema zu sein, dass man den einzelnen Ministerien vorgibt, wie ein Catering auszusehen hat. Das mögen nicht alle. Aber so, wenn ich jetzt das ganz große Bild ansehe, sind diese Weisungen auf Bundesebene akzeptiert. Wie macht ihr das? Ja, das Thema Lebensmittel ist eine Sache für sich. Da finden Sie übrigens unten, das Forum Österreich ist regional, das ja, das kann man EU-rechtlich auch jetzt vortrefflich streiten, aber auch gerade in den österreichischen Bundesländern ist natürlich der regionale Lebensmitteleinkauf von größter Wichtigkeit. Auch der Bund möchte ja bestmöglich hier sehr frische, saisonale, biologische Qualität aus der Nähe beschaffen. Und hier haben wir auch ein eigenes Service-Center dafür, haben auch hohe Ansprüche tatsächlich bei Lebensmitteln und aber auch die größte, nicht nur politische, sondern öffentliche Aufmerksamkeit. Und man, so gerät man auch sehr schnell in den Medien, sehr unglücklich. Also das ist sicher eine Herausforderung. Was ich kurz erzählen möchte dazu, zu deiner Frage, Marc, wir haben tatsächlich auch dazugelernt. Weil was auch ein entscheidender Zäsur war, jetzt zur Version 1 vom NABE-Aktionsplan. Sie erinnern sich, da hatten wir eben schon 2010 die 16 Produktgruppen. Ja. Die wurden aber damals 2010 alle gemeinsam ins politische Rennen geschickt, als ein Gesamtkunstwerk. Ja. Das hat gedauert, nämlich Jahre, die Verhandlungen. Ja. Und das gleiche Spiel hat man dann nochmal wiederholt, 2018, 2019 hinein für die zweite Version. Und da haben wir gesagt, wir haben diese Jahre nicht, dass man diese Kriterien immer als Gesamtpaket hineinschickt und dann wird das irgendwie herumgedreht und geschraubt und dann 3 Jahre später kommt irgendwas anderes raus, beziehungsweise immer die alten Kriterien, die eigentlich schon überholt sind. Wir müssen da schneller werden. Und deswegen auch die Idee, und ich glaube, da war auch das Verständnis und das Bewusstsein da nach dem Leidensweg, dass die Ministerien hier gemeinsam dann auch gehen mussten, das funktioniert so nicht. Wir müssen die Kriteriengruppen isoliert, in dem Fall isoliert, macht es einfach Sinn, auf den Weg schicken. Mit diesem Workflow, das wir uns da gegeben haben. Und da gab es jetzt ein Commitment im Bund, interministeriell, ja, ein übergreifendes Commitment, dass man sagt, das macht Sinn. Okay, und jetzt haben wir jetzt den Fall. Wir haben jetzt den Fall, dass wir Rechenzentren als auch neue Baukriterien fertig fachlich über den Fachausschuss ausgearbeitet haben. Und im Moment haben wir halt eine politische Zwickmühle, sagen wir es freundlich, bei Bau. Wir kommen nicht weiter, da ist Stillstand. Aber das heißt nicht, dass wir Rechenzentren nicht durchbringen können. Und das wird wahrscheinlich jetzt vielleicht, hoffentlich, sich in dieser Legislaturperiode noch ausgehen, dass man das zumindest die Rechenzentren, nur ist gut, das wäre eine gewaltige Beschaffungsgruppe, dass man das durchs Ziel bringt. Also auch das haben wir eben hier gelernt, also die sie einzeln antreten lassen und die Pferde quasi einzeln ins Rennen schicken, mögen ein Teil durchkommen. Auch das ist ein Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Also es tut mir leid, es wäre eigentlich mehr Zeit für Fragen geplant gewesen, aber ich bin in der Disziplin mit ausländischen Gästen in Bezug auf die Einhaltung der Redezeit nicht so richtig hart wie mit den eigenen Leuten. Das möge man mir bitte nachsehen. Aber wenn Sie alle noch Geduld haben für 2 Minuten, würde ich gerne noch die eine oder andere Frage aus dem Publikum zulassen. Wer möchte den beiden Herren eine Frage stellen? Sei es zum zentralen Beschaffungsthema, das ist ja an sich schon abendfüllend, ganz ohne Nachhaltigkeit, oder eben zur Kombination der beiden Themen, dass man quasi BBG und NABE zusammendenkt. Darf ich jemand? Da sehe ich hinten eine spontane Wortmeldung. Das hilft aber nichts, wir brauchen eine Videoaufzeichnung. Dankeschön. Christian Jakob, APP Unternehmensberatung AG. Wir begleiten auch Beschaffungen in der Schweiz. Ich habe eine Verständnisfrage. Diese Kriterien, die Produktgruppen, die man jetzt findet bei Ihnen, sind die jetzt verpflichtend für alle Beschaffungen von Produkten dieser Gruppen, für alle Beschaffungen in Österreich, öffentlichen Beschaffungen? Auf Bundesebene, wenn ich es richtig verstehe, oder? Auf Bundesebene, auch hier muss man genauer definieren, auf Bundesebene bedeutet im Zusammenhang mit der Verpflichtung des NABE-Aktionsplans die Zentralstellen, das sind die Ministerien selbst mit ihren Regierungsgebäuden,
und die nachgeordneten Dienststellen. Nicht erfassbar sind teilweise ihnen zugeordnete öffentliche Unternehmen. Das liegt an der, Unternehmensstruktur. Situation. Zum Beispiel die ASFINAG, kennen Sie vielleicht, die Autobahnbauer in Österreich, sind eine Aktiengesellschaft. In die kann man nicht einfach rein regieren. Das funktioniert aufgrund dem Aktiengesetz nicht. Da muss man eine GmbH schaffen. Sie wissen das, der BBG kann man eine Eigentumsweisung erklären, die muss man ernst nehmen. Eine AG, auch wenn sie bundesnahe ist, zum Beispiel die Bundesforste, haben also große Forstflächen zu bewirtschaften. In Österreich ist auch eine Aktiengesellschaft, die sind nicht unmittelbar betroffen. Die haben tatsächlich nur freundliche Briefe bekommen von den ihnen zugeordneten Ministerien. Das Landwirtschaftsministerium hat hier immer einen unmittelbareren Zugang zu den Bundesforsten und schreibt hier Empfehlungen. Aber überbleibt die scharfe Verpflichtung, trifft die eben auch die Weisung, wo das Weisungsspektrum ist und wo die Grenzen natürlich dann auch sind, ist auch zu akzeptieren. Und darüber hinaus, dort greift dann unsere Idee der Anreizstrukturierung, unsere Idee der Nahbepartnerschaften auf Augenhöhe. Also da gilt es dann zu überzeugen. Es gilt zu überzeugen auch bei den Bundesländern, vielleicht auch das noch ganz kurz erwähnt. Wir haben 9 Bundesländer in Österreich, das wissen Sie wahrscheinlich. 3 davon sind schon aktiv eingestiegen in die Nahbepartnerschaft. Die anderen werden sicher noch folgen, wobei jetzt die Stadt Wien als Land-Stadt-Kombi sowieso eine eigene Geschichte ist. Da könnte man jetzt auch einen längeren Vortrag halten. Vielen Dank. Eine allerletzte Frage, wenn es eine gibt. Und da. Uwe, du hast ganz am Anfang eine Folie gezeigt mit dem Titel Es lohnt sich, Partner bei BBG zu sein. Und da hast du erwähnt, dass 59% rufen bei euch ab, ohne dass sie müssten. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn du eine Forecast-Planung machst über ein Produkt X. Wie kriegst du dann diese unbekannte Menge mit rein, wenn du noch gar nicht weißt, dass sie Partner von dir sind? Oder müssen sie sich bei dir verpflichten und dann in der nächsten Ausschreibung werden sie dann mit eingerechnet? Genau, also alle diese Partner oder Kunden, wie wir sie nennen, die keine Verpflichtung haben, also nicht den Ministerien zugeordnet sind, müssen mit uns eine Vereinbarung, eine sogenannte Grundsatzvereinbarung unterzeichnen und in dem Moment haben sie Zugang auch bei uns an den Bedarfserhebungen und an den Vorbereitungen der neuen Ausschreibungen teilzunehmen. Das heißt, die sind Teil der Bedarfserhebung, Teil der Konsolidierung, Teil der Spezifikation, die haben also da auch einen aktiven Teil. Die 59% beziehen sich dann halt auf die Gesamtsumme aller Verträge, die aus unseren Rahmenvereinbarungen entstehen und abrufen. Genau, also wir haben diese 3 Milliarden Euro, das heißt Rahmenvereinbarungen, aus denen werden im Wert von 3 Milliarden Euro Produkte, Dienstleistungen abgerufen und 59% dieser 3 Milliarden sind bezahlt von nicht Pflichtkunden, wie wir sie nennen, oder nicht Bundeskunden. Und ja, aber sie müssen eine Grundsatzvereinbarung mit uns, damit wir müssen natürlich auch dem Markt, wir können nicht ausschreiben auf fiktiven Bedarfen. Das heißt, dem Auftragnehmer, dem Potenziellen ist klar in der Ausschreibung, okay, das ist die Liste aller potenzieller Kunden, die einen Bedarf gemeldet haben und Teil dieser Ausschreibung sind. Macht total Sinn, dass der Stefan Zweili so fasziniert, nämlich allein die Tatsache, dass die eine Mehrheit von Kunden haben, die gar nicht sein müssen, ist ja an sich schon sensationell. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort für unsere Fachsession. Ich möchte noch einmal ganz herzlich danken, insbesondere natürlich den Damen unserer Fachgruppe, aber vor allem unseren österreichischen Gästen, dass sie den Weg hierher auf sich genommen haben und sich der Diskussion gestellt. Darf ich Sie alle um einen warmen Schlussapplaus bitten?